So, machst du auf? Ja, eigene Gruppe öffnen, nur auf Einladung, Freunde erlaubt, ja. So, wir werden denn jetzt erstmal die ersten, da wir nur noch 30 Drei. Energie haben, die ersten drei Tiefen machen. Genau. Von insgesamt sechs, die wir Acht. machen könnten. Acht. Acht, die wir machen könnten. Oder war es sieben? Ich weiß es gerade nicht. Ich auch nicht. Könnte auch eine 6 wirklich sein mit dem Zwischending, oder? Ja, ich glaube sechs dann. Eben war, da waren ja auch 6 Dinger hier, die anzeigen, was für Monster kommen. Also, ne? Und hier kann man Freunde einladen. Oh yeah, ich lade jetzt einfach mal alle Freunde ein. Ja, habe ich gerade auch angezeigt bekommen. NF3, High Voltage, Valentine, Awesome Face, Jan, Schleichwerbung etc. Alles Mögliche. Fabio vs. Hol. Lucky 66. Aska. Okay, das reicht. So, komm. Da Also oben jetzt sieht man erstmal. auch nochmal die Level, die jetzt kommen, die Ebenen. Auf dem Screen. Oh, Kaum sage ich Fabio vs. Hol, ne, schreibt er mich an, ey. Das gibt's nicht. Lol. Ich ignoriere das jetzt einfach mal. Aber echt, ey, kaum, der muss doch gehört haben, dass ich sein Name gerufen habe, Alter. Der bestimmt irgendwo Lol, und längst. jetzt schreibt mich NF3 an? Hast du Alter! es gerade abgesendet? Ach so, ja, stimmt. Ja, okay, ich Deswegen bin ein halt. Bob. Ja, deswegen, weil ich sie jetzt entweitet habe, plötzlich schreibt Lol, mich was jetzt seid ihr an. denn? Ach so, die, Und ich laufe einfach ah. mal an den vorbei und stürze jetzt erstmal den Heiler. Und ein Heiler ist tot. Ach ja, es gibt auch so Fiolen, die. Damit kann man Gegner schwächen, einschlafen lassen und sowas. Ich zeige es mal anhand dieser Fiole. Hier oben sind wir vier Slots, also man kann vier verschiedene Fiolen oder halt Heilpots aufsammeln. Und das ist zum Beispiel eine Aua, eine Fluchfiole, die gerade aktiviert wurde, weil ich angegriffen wurde. Und In damit. your face, oh, daneben. Und dafür bekommen denn die Monster Schaden und so. Oder werden halt gefrostet oder betäubt. Je nachdem, was für eine Fiole man halt wirft. Zudem können die Viecher hier, sieht man es, das hier ist ein Material. Meins. Mit diesen Materialien kann man sich dann später auch Rüstung herstellen, wenn man die Rezepte dafür gekauft hat. Die Rezepte sind nicht gerade billig, aber es lohnt sich. Ja. Ein Heiler schon wieder. Irgendwie kommen die hier gar nicht zum Zug gerade, die Monster. Aua. Übrigens, diese Zeichen auf dem Boden haben absolut gar nichts zu bedeuten. Ja, das ist einfach nur random. Oh, ein einer Tank. Ey, meiner. Den Gleit mir gerade geschaut hat, ja. Hey, Energie. Diese Dinger hier steckt man ein an, verschwinden alle. Vorausgesetzt, sie sind miteinander verbunden. Ich mag den nicht, der haut gerne gut zu. Ja, du musst den angreifen und wenn er dann gerade so musst du dann nach zwei Hits oder so musst du an dem vorbeilaufen. Am besten hinter ihm. Das ist ein einfacher Weg, ihn platt zu kriegen. Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade einen Brimstone erhalten und jetzt hat ich noch einen Brimstone erhalten. Jetzt hat ich ja. Ja, du wolltest halt jetzt Ja, hat schon. Glade sagen und so. Aber So, hier muss man wieder warten, bis nein. alle Gruppenmitglieder da sind. Trolling. Das ist halt irgendwie dafür, dass halt andere Gruppenmitglieder nicht einfach total bis zum Ende schon durchlaufen können, damit das. Trolling. Alter, jetzt komm rauf. Dass halt die Items gerecht verteilt werden, wahrscheinlich und so. Oh, Türme, ich hasse euch. Ja, Türme machen. Das sind halt Türme. Die machen immens Schaden und dann auch noch schießen die alles ab und können sich verdammt schnell Nein, drehen. noch machen sie nicht immens viel Schaden, noch machen sie eigentlich mäßigen Schaden. Ja, auf jeden Fall mehr als so manche Monster, die ich kenne. Diese Monster Oh, hier, die man sieht, Dämonen. die werden irgendwie, glaube ich, noch böser, wenn sie ihren Chef treffen. Aber das ist, glaube ich, leichter zu erklären, wenn man den Chef Essen. dabei hat. Genau. Der ist groß und blau und komisch. Der Chef macht nichts. Er bringt nur die hier zum Enragen. Ja. Das ist lol. Danach knüppeln die richtig rein, du. Oder werfen mit Speeren oder werfen mit Wie viel Schockzeptern. Geld hast du? So, das hier. Zu wenig. Das hier sind Juwelen oder Diamanten oder. Gibt's in klein, gibt's in klein, gibt's in Ich hab Mittel klein gerade auf dem Rücken. und gibt's in Groß. klein. Nicht. Verdammt. Es ist eigentlich egal, welches man mitnimmt. Diese kann man für Crowns einfach bei einem Händler abgeben.
Die Drones bestimmen, was für Ebenen, also... Ne, die Mineralien sind das, ja. Ja, das sind Mineralien. Ja, das sind keine Drones, du hast Drones gesagt, Hust. Achso, ja. Also man kann sie entweder... Du stirbst gleich, wollte ich nur mal sagen. Oh, cool. Also man kann diese Materialien abgeben, und wenn man sie abgegeben hat, bestimmen sie, was für Ebenen als nächstes kommen. Im 24-Stunden-Rhythmus, glaube ich. Oder so, ähnlich. Und dann halt die Materialien, die am meisten haben, kommen denn und so. Ne, das ist bestimmt direkt, sobald du Mineralien reinmachst und von einem mehr ist, ändert sich eine der Ebenen halt zu einem anderen. Ja, nee, je nachdem halt. Ist eigentlich völlig egal, man bekommt Crowns durch die Dinger hier, so, fertig. Ja. Komm rauf. Übrigens, ich wollte gerade wieder runtergehen und was zeigen. Aber egal. Okay. Was wolltest du denn zeigen? Den Heilpot. Lol. Hinab. Fast Stufe 4, du. Mhm. Läuft eigentlich ganz gut. Ist ja auch nur Anfang, ne? Ja, ich habe auch schon 500 Crowns oder so. Ach ja, und wenn man am Anfang das erste Mal spielt, wir haben ja jetzt schon einen Account gehabt und schon alles bekommen so, dann kriegt man Nebeltanks, die heilen nochmal 100 Energie dazu, dass man halt weiterzocken kann. Ja, man bekommt insgesamt 2. Ja. Und normalerweise hat man am Anfang auch 100 Energie und nicht nur 43, aber das teilt sich leider mit den Accounts, die man auf dem PC hat. Und mit einem Proxy kann man das leider auch nicht umgehen, etc. Das ist schade. IP-restricted, leider. Ich wünschte, es wäre nicht so. Pio, oh, Pio. Ich töte mal wieder den Heiler, während ich getötet werde. Wenn du hier stirbst, lache ich dich aus. Ja, ich mich auch. Oder wenn ich sterbe. Ging's unten eigentlich auch lang? Ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet. Ich gehe mal nachgucken. Also unten rechts. Unten rechts ging's lang, ja. So. Ja, dann geh du da. Ach, das führt wieder da oben hin. Hier sind nur 2 Gegner. Ja, dann mach die mal und komm über den Weg zu mir. Ah, ich mache jetzt schon 13 Schaden. Ja, ich auch. Und 16. Genau. Mit dem Endhit. Lol, wer mich mit dem Stuhl und dem Computer wirft. Ah, Sprachfails for the win. Kommst du? Ja, ich bin auf dem Weg. Hier oben ist wahrscheinlich ein Schalter, denke ich mal, ne? Oder irgendwo ein von diesen versteckt oder so. Oder nicht? Schalter in der Mitte, glaube ich. Ja. Lol, natürlich der letzte. Ey, willst du nicht töten? Nö, lass ich dir mal übrig. Ja. Lass ich dir mal übrig und dann töte ich ihn. So, ich heile mich jetzt und zwar benutze ich diesen 2er-Pot mit der. Nein. Doch, ich zeige das ja jetzt. Ich benutze. Wollen wir nicht auch nochmal zeigen vorher noch, wie man stirbt und wie man wiederbelebt? Nein, nicht. Das zeigen wir erst, wenn wir wirklich sterben. Zu spät. Leute, ich habe den Heiden getroffen. Nice. Ich mach schon mal alles hier weg, ne? Ich hab den 42 abgezogen mit dem Ding. Ja, die hitten richtig viel. Genau, ich wollte jetzt eigentlich diesen Heilpotter benutzen. Werde ich jetzt auch mal zeigen. Ich werde jetzt halt die Taste 2 drücken, um mich zu heilen. Man sieht, ich habe jetzt 2,5 Balken und jetzt habe ich das Falsche benutzt und habe eine Fiole in der Hand. Und hab Glade getroffen. Nein. Also ich benutze jetzt die 2. Und tada, ich habe mich wieder voll ins Voll geheilt. Echt, so viel heilt das? Ja. Cool. Oh, Fiole. Ich habe ja einen Vita-Pot, deswegen heilt es bei mir auch weniger. Das dritte hier oben, das ist eine Gegenmittelkapsel. Damit kann man von Schock zum Beispiel geheilt werden oder von Gift etc. Und halt was? Was nicht von nur Gift? Nee, auch von Schock. Echt? Mhm. Wieso gehen wir nicht erst oben lang? Da ist, glaube ich, nämlich nur... Lass oben lang. Ja, oben lang. Definitiv, das ja gerade erklären wir auch später. Es können wir eigentlich versuchen. Ich habe genug Energie, das zu bezahlen. Ich habe nur noch 15 Energie. Ich auch, das reicht doch. Nein, das reicht nicht. Einmal Rest, glaube ich, 3 oder 4. Lol, wir haben ja auch Ausweich. Schäm ja, dich. Wir sterben ja nicht. Ich meine, das ist ja eigentlich. Ist das easy? Das ist schon orange. Ich meine, egal, das werden wir gleich erklären. Und wenn auch noch ein anderer Typ ist dann gleich, dann... Naja, ich weiß nicht, wie es dann ausgeht. Oh, 2. 2er. Einer. Du kannst ja einen haben. Wieso bekommst du diesen Scheiß, obwohl ich vor dir drauf gehe? Ich gehe vor dir drauf, ja. Ach, anschießen.
machen wir jetzt hier eigentlich? Müssen wir auf hier lang oder müssen wir jetzt unten lang? Ich weiß nicht, ich bin total verwirrt gerade. Warte mal, da gibt's extra Items. Das ist schon mal gut zu sehen. Aua. Werft mir einen Stuhl vom Kopf. Also hier gibt's entweder Geld oder Wärme drin, das habe ich auch schon mal gesagt. Oh, sogar Items? Nein. Das Item habe ich gerade vom Geld bekommen. Das wird ja geshared. Ja. Das wird immer aufgeteilt. Aber wieso kommst du mal da weg? Der will ja nicht vom Stachel runterkommen. Geht doch. Lol. Wie viel? Failed. Aua, ja, ist klar, er trifft mich, obwohl ich Schild hab. Da treffen mich auch noch die Stachel, mein Schild ist kaputt, guck. Kaputt. Ja, deswegen ist sein Schild jetzt rot geworden. Das muss ich jetzt wieder aufladen. So. Dann gehen wir jetzt mal hin und klären es wieder. Was waren jetzt eigentlich oben? Nur Geld. Und ja. Wärme. So, für. Piu. Für 3 Energie, das ist nicht viel, kann man dieses Tor hier öffnen. Und zur Erklärung kann man hier gucken. Vorsicht, der Weg ab diesem Punkt ist weitaus gefährlicher, als ihr in dieser Ebene erwarten würdet. Betretet ihn, gibt es kein Zurück mehr, bis ihr alle Herausforderungen gemeistert habt. Doch solltet ihr siegreich sein, werdet ihr für eure Tapferkeit belohnt werden. Betreten auf eigene Gefahr. Hier ist ein 2er Bieterpot. Cool. Das Problem an diesem Ding ist halt... Fail. Den solltest du nicht hitten, weil der es umdreht. Es ist halt extremst schwer. Manchmal. Die ersten sind noch einfach bis jetzt, soweit ich weiß. Und wir werden es einfach versuchen. Komm, ich hab Bock. Hey, ich hab bezahlt. Achso, ich dachte schon, ich hätte jetzt bezahlt. Wir hätten jetzt beide bezahlt, das wäre fair gewesen.